Also ich fand es abwehren immer schwieriger. Als das. Ich bin noch nicht ready, rausholen. Danke. Tut mir leid, jetzt bist du ready. Schamone. Nee, aber ich bin ready. Bodentrupp. Nein, der Chef geht. Ja, naja, also doch, der Chef braucht den Besten als Beschützer. Ja, ihr beide geht dann rein, ne? Können wir machen. Den Typ holen. Ist egal, ich kann auch reingehen, weil ich weiß halt, wo alle Gegner stehen, etc. Aber also, mir ist das egal. Hast du das schon gemacht, Max? Einmal. Hab ich das schon gemacht, Vince? Puh, gute Frage. Ihr müsst halt in diese alte Gießerei reingehen. Ja. Da sind halt überall Gegner verteilt. Ihr müsst dann halt nach oben gehen, so ein Catwalk lang und in so einen Raum. Da steht dann ein Typ und hält ihm eine Knarre an den Kopf. So und ich glaube, habe ich noch nicht gesehen. Müsst ihr dann kriegen wir schon hin. Ja. Ja, genau. Ihr Tab. Seid jetzt zu zweit. Ihr könnt euch auch Zeit lassen, so, also ich denke mal, ja. Allzu sehr verkacken werde ich da nicht draußen alleine. Sonst machst du uns Beine und bezahlst nur die kleinen Scheine. Ja, ich war erst am überlegen, ob ich nicht mit einem Search und MG oben, aber Kuruma reicht. Ich glaub, läuft ich die Aufnahme schon? Ja. Alles klar, viel Spaß, meine Boys. Lasst euch entertainen. Von uns Bobs, die bestimmt 7-mal sterben. Ach, Mensch. Ach nee, David ist ja gar nicht dabei. Das kann doch nur werden, wie sie das sind. Sind meine täglichen Kung-Fu-Übungen über den Berg. Oh, ist das schön, dass wir den Kuruma fahren. Da weiß ich wenigstens, wann ich auf der Bremse drücken muss. Und ich bin wie beim Komet, also erstmal schleichen und wieder zu Bremse. Sorry. Ich muss hier. Ja, ich hätte mal sagen können, ich hoffe, nicht so. Ah, ich hab mal einen bekommen. Dein links. Ah, er nimmt die Abkürzung, okay. Ich fahr diesmal safe, ey. Hoffentlich hört er bald auf zu reden, ey. Nee, das dauert noch 2,5 Minuten. Der macht mich fertig, seine Stimme, ne? Oh, ich will wieder die romantische Strecke nehmen, weißt du? Weißt du? Weißt du, Jungs? Was ist hier denn los? Alles klar, ich fahre. Ja, was habe ich jetzt davon? Oh nein, okay. Ui. Muss das Fahrzeug wechseln. Hä? Meins hat eben gerade auch erstmal für 5 Sekunden kein Gas mehr. Gaspedal durchgebrochen. Aber Max geht noch nicht direkt rein, weil sonst ist der Waypoint gleich weg für Anni, oder? Jo. Boah, war jetzt schon wieder fast über den Haufen gefahren, aber zum Glück nicht. Wer ist denn jetzt hinter mir? Bin's wahrscheinlich. Ich. Ah, okay. Bin unterwegs, 3,5 Kilometer. Verdammt, ey. Da habe ich gerade geguckt, links auf dem Bildschirm, wo Vince ist. Und bin voll ins Auto reingedonnert. Okay.
Warte mal, ich steig mal bei dir ein, dann kannst du mich vor, direkt vor das Ding mit inbringen, dass ich nicht gleich über den Haufen geschossen werde. Sie müssen mal Musik ausmachen. Nein, muss ich nicht. Dann will ich nicht mit ihnen mitfahren. Du weißt schon, dass sie nicht gamer getrackt ist. Ich denke. Bei GTA. Was meinst du, warum ich extra diesen Sender anmache? Ach so, okay. Welcher ist denn das? Welchen Sender ist denn drinne? Ist das dieser, Santos Underground. Ach, das ist der, der neue. Okay. 700 Meter. Ich konnte mir die beste Parkmöglichkeit mit der besten Aussicht wieder nicht entgehen lassen. Das war irgendein Penthouse oben mit fettem Balkon. Ohne Ausgang. Steigt bei euch mit ein? Ach nee, das ist nur ein Zweisitzer, oder? Nee, Vierer. Nein. Ah, ready boys. Oh shit. Auf der linken Seite ist alles voll. War doch nicht so verdammt. Achtung, ihr seht. Ja. Okay. Achso, ich muss auch rein, oder? Ja. Jo. Du musst rein mit Max. You're in the building. Okay. Go through the offices into the main gallery. Then the stairs are in the building to your left. Dritt machen, dann passen wir auf alle. Oh mein Gott, was macht der? Ey. Ist er im Kreis gelaufen, weil du Q gedrückt hast? Erstmal, dass du auch nicht auf mich wartest, du gehst einfach rein, ohne Schmarrn, was ist das? Ich möchte mich nicht aufregen, aber... Wieso, du warst doch hinter mir. Du hast noch nicht mal... Nein, du bist am Aufnehmen, alles klar, weiter geht's. Schon morgen. Mal gucken, wo wir neu starten. Was ist hier in der Ecke gleich. Muss aber noch mal ein paar hundert Meter zum Auto laufen wahrscheinlich. Okay. Ach, du willst den wahrscheinlich da haben zum drin sitzen bleiben, ne? Ja, auch damit wir mit dem abhauen. Okay. Was hab ich denn hier für eine Runzelknarre in der Hand? Weiß ich nicht. Ich switch auch noch mal eben ganz kurz meine Standardbewaffnung, kleinen Moment eben. Ich nehme auch ein MG. Schon mal, oder? So, warte, Herr Chauffeur, was? Fahren Sie los. Zu spät. Weiter geht's. Okay. Jo. Oh, jetzt hat er die Waffe. Jetzt habe ich das große MG. Aha. Der hat einfach andere Waffe genommen. Warte ganz kurz, warte ganz kurz. So, Gefechts-MG, ich bin ready. Alter, ich komm rein und krieg direkt erstmal einen Hit. Alter! Ja, ja, pass auf. Ich seh schon. Boah. Heftig. Die haben mich richtig weggeknallert. Wenn ihr reinkommt, das, ich hab schon. Wenn ihr reinkommt. Ich hab die perfekte die Deckung. Erste, ja, die erste genau. Deckung. Du darfst nicht, nicht Ecke. In den Raum reingehen. Also nicht okay, das habe ich gerade gemerkt. Um die Ecke gucken und erstmal die ersten 3-4 Leute wegfrotzen. Ja, ich saß. Genau. Kommen von rechts kommen auch welche, die du so aus dem genau, Winkel aus dem Winkel. Er hat das schon ein paar Mal gezockt, auf jeden Fall. Genauso ja. Habe ich das nämlich eben gerade auch gesehen an der Ecke. So halt durch die Scheibe. Mich haben sie weggeknallert, deswegen. Ja, ach. Warum glaubst du, fängt das Spiel hier neu an? Deswegen geh auch am besten hier wird nicht rumgealbert. Ich weiß nicht, warum das neu anfängt. Lass mich mal vorgehen. Ich weiß hier auf jeden Fall in eine First Person.
und geh mal ganz kurz. No, ich probier's mal im First Person. Und lass mich dann bitte eben kurz als erstes die Ecke klären. Also weil der Raum ist halt wirklich so klein, dass man sich da zu zweit echt nicht drin bewegen kann. Andere, der steht hinten am Eingang, ne? Einer ist hier rechts, ne? Alles da, ja, Eingang ist sauber. Warte! Oh scheiße, ich hab vergessen, mein Schild zu kaufen. Glaube ich. Inventarpanzerung, einmal rein, ja. Okay, hier in den ersten Raum kannst du schon rein. Genau. Stellt ihr euch genau vorne hin und probiert erstmal alles. Na, ich warte mal, bis er da was aufgeräumt hat, dann gehen wir rein. Ja, du, warte. Hier ist noch ein Gegner, den hol ich mir und dann war's das schon. Oh, denk dran. Komm rein, komm rein, komm rein. Ich muss. Habt ihr, oh mein Gott. Wir haben Pan, also ich hab an. Komm rein, ich brauch Hilfe. Ich schieße schon. Alles klar, danke schön. Bin hinter dir. Ich brauch Energie. Weil ich sehe gerade keine Gegner. Ja, du schaust auch so. Okay, ich bin wieder voll. Okay, dann können wir tiefer reingehen. Da oben links ist noch einer. Auf da. Ja, warte, ich weiß zwar. Ich mach mal einen Granatwerfer rein. Was ist das? Alter, das hat die... Ich schmeckt, aber ich hab auch nicht getroffen. Er kommt runter an der Treppe. Er ist down. Ich geh hoch. Okay, ich nehme mal meinen Granatenwerfer in Hand. Stell mich hier irgendwie an der Ecke. Ich muss den Panzerung knallern. Komm hier hinterher. Hab Panzerung drin. Okay. Über uns oder was? Alter, ja, ich glaube ja. Nein, vor uns. Ja, ach, shit. Ja, ich hatte Minigun draußen, der ist nicht in Deckung gegangen. Gott, ich bin nicht heil. Geht der mit Minigun nicht in Deckung? Nee, ne? Nein. Haben wir die Möglichkeit jetzt auch die Rollen zu tauschen noch? Also so nein, frei nach Film? Glaub nein. Nicht. Nein. Okay. Weißt du noch wie... ich kann mich noch an die ersten zwei Male erinnern, wo wir beide den heiß gemacht haben, wenn's, wo ich den Wagen versucht habe, an den Pylon in der Nähe der Tür zu parken und dann halt hinter dem Wagen her halt die ja, Gegner halt ja, abzuschießen und wir dann mit dem Wagen raus und da stand noch einer mit dem Rocket Launcher, wir fahren raus, bam. Wollen wir gleich reinlaufen, oder? Ja, könnt ihr machen, ich hol das Auto. Alter, wie hat der sich da durch die Gegend teleportiert eben? Keine Ahnung. Vielleicht ist das beim rechts oben aber hinter der Kiste. Guck, schaut mal da auf eure Panzerung. Ich hab volle. Ich voll. Wolltest du machen, soll ich machen? Mir egal, kannst du ruhig machen. Du hast aber nicht mehr volles Leben, ne? Doch, ich bin voll. Mir wird Achso, du hast keine Rüstung oder was? Du wirst mir nur als halb angezeigt. Doch, ich bin voll. Okay. This is too much, sagt er, ja, glaube ich dir. Wo ist denn der andere, ey? Soll hier um die Ecke sein?
Da oben ist einer. Ach man, ich krieg seinen Kopf jetzt endlich. Einer müsste hier direkt vor uns sein irgendwo. Ja, ich hab ihn. Down. Oh shit. Nein, die packen wir wieder weg. Ja, das war meine Schuld. Ruhig bleiben. Ich habe schon ein paar Actionfilme gedreht, alles gut. Okay, wir können hoch. Schild nicht vergessen, wenn du keins mehr hast. Ja, ist gleich leer. Muss ich gleich nachlegen. Am I fucking high or what? Ich muss eben nachlegen. Ja, alles klar. So, jetzt weiß ich auch, wo der andere ist, hier gleich um die Ecke. Der macht die gleichen... Witz nicht nochmal mit mir, Arsch. Okay. Sind fertig, wir können weiter. Ich hab einen Hit abgekriegt, Bomben. Ja, ich auch. Boah, wie lange man drauf schießen muss, bis sie mal verrecken, ne? Ja, dann nimm doch den Kopf. Na, das hab ich hier aber auch gerade. Manche Leute sind Insta. Ich geh raus. Ja, obwohl du voll auf dem Kopf drauf bist, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinkfehler sind oder was auch immer. Take those guys out! Alter, Max, lauf nicht immer so schnell vor und sag bitte an, was du machst. Unter uns ist einer. Ja, der eine ist down in der Mitte. Der links noch nicht, der links noch nicht. Ich bin gerade voll auf den... Ach, endlich. Ach, unter uns die Ebene links. Also, was? Der ist unter uns links, ist tot. Oh, unten in der Mitte. Hab ich. Da, alles klar. Ich fress noch mal Schild. Jo. Ready. Alter. Er hat zum Beispiel hier bei mir auch, er hat schon 5 Headshots gefangen. Go! Push forward! Down! Come on! Bin wieder an der Tür. Will einfach nicht den Löffel abgeben. Irgendwo hier drinnen müsste noch... Was? Nee. Sei, wollt ihr rauskommen oder was? Passt auf, weil hier draußen ist noch... Ja, ich seh welche. Warte, ich versuche erst den Edi wegzuholen, bevor ihr rauskommt. Rechts ist frei. Hinter uns sind nochmal welche aufgetaucht. Okay, sind draußen alle. Sind draußen. Er kommt raus! So, ich hab den Edi. Okay. Wenn ihr könnt, steigt in die Firma ein. Steig ein. Ich will nicht einsteigen. Doch, jetzt steigt ein. Er steigt ein. Yes, und los geht's. Wer fährt denn? Ach, ich fahre. Scheiße. Haha! Let's go, boys! Ich habe ja nicht daran gedacht, dass ich gerade der Erste aus, war. Geradeaus. Genau. Oh, wer ist er denn gewesen? Alter, wo kam der denn her? Das weißt du was. Ich hab mich voll verjagt, ey. Bitte nicht so dicht auf die Aufhang. Niemals hinter die Aufhang, weil sonst kriegen wir die nicht kaputt geschossen. Wir hier winkeln. Niemals hinten. Ja, das war nur, weil ich nicht wusste, wo der hin wollte. Ich wollte rechts vorbei und auf einmal hey, zieht er nach rechts. Ausreden. Sag doch einfach ja. Nö. Wow. Das war nice. Hätte Luc Besson in seinen Film auch nicht besser drehen können. Good shoot. Wow, wo kommt der noch einmal her? Alter! Ah, verdammt!
Ja, ich guck zu, ey, du Unscheiß. Schau einfach nicht nach hinten. Das mach ich tu ich doch gar nicht. Ja, das ich guck nur nach vorne. Wirklich so an. Wenn der andere auf einmal rüberzieht, was soll ich denn machen? Nach vorne fahren. Aber wo der von der, warum der von der anderen Straßenseite rüberkam, verstehe ich nicht. Nee, den normalen PKW. Du schaust nach vorne, ich schau nach hinten. Verdammt! Hubschrauber genau über uns, zwei Stück. Ja, der ist so weit weg, für die MP. Du hast echt nur eine geringe Reichweite, das Teil. Nee, ich meine, ich bin gerade kam von Schiffig. Ich hab gegeben, aber nicht aus dem Auto raus. Achso. Irgendwo hier in die B-Säule verschwunden. Oh, feuer. Ah. Die Russen Computer sind schon heiß. Jo, da bin ich dabei. Lol, hier gerade, ich bin gerade in die Silo gegangen und auf einmal zielt der Bot, ne, mit seiner 9mm Zwischenrollen zum Kopf vorbei und fand das. Spaghetti 80s. Und jetzt mach's bitte nicht wie David und nicht mit dem Slide hier in den in den Tank rein. Ja, das hat David schon gebracht mit dem Slide. Oh geil. Oh verdammt, genau, ich muss da ja rein. Ah. Oh. Wow. Oh, hast gesehen, Iron Man, Mann. Voll weggedenkt. Ich mach deinen Kuruma kaputt. Tür, hast mal die Tür, Alter, rausgerissen. Wie du abgehoben bist. Oh Mann. Da steht da wieder eins. Wahrscheinlich Android. Schiss stand. Ah, siehst du hier. Platin hat was. Ach, scheiße, Scheißegal.